Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotipp für Photoshop. In Photoshop steht ihr relativ oft vor der Aufgabe, Eigenschaften von einer Ebene auf eine andere übertragen zu müssen. Und das teilweise auch noch zwischen verschiedenen Dokumenten. Daher erläutere ich euch heute einmal, was ihr in Photoshop alles kopieren könnt und wie ihr dabei vorgeht. Fangen wir gleich mit einer Neuerung an, die es erst seit Version CC 2018 in Photoshop gibt, nämlich dem Kopieren von Ebenen. Wenn ihr in älteren Photoshop-Versionen Ebenen mit all ihren Eigenschaften kopieren wolltet, dann ging das nicht über den Kopieren und Einfügen-Befehl. Ihr konntet nur eine Auswahl treffen und dann den Inhalt der Ebene auf Pixel reduziert als neue Ebene einfügen. Text- und Formebenen ließen sich nicht über die Zwischenablage kopieren. Seit Photoshop CC 2018 kann nun die markierte Ebene komplett mit all ihren Eigenschaften in die Zwischenablage kopiert werden. Das funktioniert auch mit mehreren Ebenen. Mit Ebenengruppen und zwischen verschiedenen Dokumenten. Das ist wirklich eine nützliche Neuerung, bei der man sich nur fragt, warum man eigentlich so lange darauf warten musste. Zwei Anmerkungen habe ich aber noch, und zwar: zum einen kopiert man nach wie vor nur die reinen Pixelinformationen, wenn eine Auswahl getroffen ist. Außerdem gab es natürlich auch schon vorher einen Weg, eine Ebene original und positionsgetreu in ein anderes Dokument zu kopieren. Dazu wählt ihr einfach den Befehl Ebene duplizieren aus dem Kontextmenü, und hier könnt ihr dann auch einstellen, in welches Dokument die Ebene kopiert werden soll. Um einen Ebenenstil zu übertragen, markiert ihr einfach die Ebene und wählt den Befehl Ebenenstil kopieren aus dem Kontextmenü. Dann markiert ihr die andere Ebene und wählt Ebenenstil einfügen. Zu den übertragbaren Ebenenstilen gehören übrigens nicht nur die Ebeneneffekte, sondern auch die Füllmethode und die Deckkraft der Ebene. Über das Kontextmenü könnt ihr aber nur alles oder nichts kopieren. Wenn ihr nur einen einzelnen Ebeneneffekt kopieren wollt, zum Beispiel einen Schlagschatten, dann haltet einfach die Alt-Taste gedrückt und verschiebt diesen in die andere Ebene. Auch Ebenenmasken könnt ihr schnell via Drag and Drop übertragen. Dazu haltet ihr die Alt-Taste gedrückt und zieht die Ebenenmaske auf die andere Ebene. Es gibt hierbei jedoch ein Problem. Ebenenmasken beziehen sich immer auf die komplette Arbeitsfläche. Wenn also zum Beispiel zwei Objekte nicht deckungsgleich übereinander liegen, dann seid ihr gezwungen, die Ebenenmaske relativ zum neuen Objekt neu auszurichten. Ihr müsst dann also die Verbindung zwischen Ebene und Ebenenmaske lösen, die Ebenenmaske markieren und sie neu zurechtschieben. Das Übertragen von Filtern funktioniert natürlich nur zwischen Smart-Objekten, also wenn die Ebenen jeweils für Smart-Filter konvertiert sind. Die Vorgehensweise kennt ihr schon von den Ebeneneffekten. Haltet einfach die Alt-Taste gedrückt und zieht den Smart-Filter auf die neue Ebene. Auf einfache Weise könnt ihr in Photoshop auch Formattribute übertragen.
Zu den Formattributen gehören die Fläche und die Kontur einer vektorbasierten Form. Klickt einfach mit der rechten Maustaste auf die Form, deren Eigenschaften ihr kopieren wollt, und wählt Formattribute kopieren. Dann klickt mit der rechten Maustaste auf die andere Form und wählt Formattribute einfügen. Formbildende Eigenschaften wie Größe, Position oder auch Eckenradien lassen sich aber leider nicht auf diese Weise übertragen. Hier müsst ihr die jeweiligen Zahlenwerte über das Eigenschaftenbedienfeld kopieren und einfügen. Wenn ihr zum Beispiel die Eckenradien eines Rechtecks auf ein anderes übertragen wollt, dann markiert ihr deren Werte im Eigenschaftenbedienfeld, kopiert diese, markiert das andere Element und fügt sie an derselben Stelle im Eigenschaftenbedienfeld wieder ein. Leider gibt es in Photoshop für den Text keinen Formatübertragungspinsel, so wie man ihn aus Word und Co. gewohnt ist. Dennoch gibt es einen Weg, Textformate zu übertragen, wenn auch einen etwas umständlicheren. Öffnet zunächst das Zeichenformate-Bedienfeld, dann klickt ihr in den Text, dessen Format übertragen werden soll, sodass sich der Cursor also im Text befindet, und wählt im Zeichenformate-Bedienfeld den Zeichenformat-Erstellen-Button. Dann markiert ihr die Textebene, die das Format erhalten soll, und klickt auf das zuvor erstellte Zeichenformat. Transformationen können leider nur sehr eingeschränkt und umständlich übertragen werden. Noch dazu funktioniert dies nur bei einer nicht destruktiven Arbeitsweise, also nur zwischen Smart-Objekten. Auch bei diesem Kopiervorgang muss man sich die Zahlenwerte besorgen. Dadurch, dass man die Ebenen in Smart-Objekte konvertiert hat, bleiben die Werte jeder Transformation aber wenigstens gespeichert. Skaliert man also eine Ebene auf 80% und möchte sie später noch einmal skalieren, dann startet man beim 80% Wert und nicht beim 100% Wert. Um extreme Verformungen zu übertragen, die nicht über Werte abgebildet werden können, wie zum Beispiel bei diesem Objekt, gibt es auch einen Weg, der zwar eher eine Notlösung ist, aber immerhin funktioniert er. Dupliziert dafür das erste Smart-Objekt über den Befehl Neues Smart-Objekt durch Kopie. Dann doppelklickt auf das duplizierte Smart-Objekt und tauscht den Inhalt aus. Nachdem ihr das Smart-Objekt gespeichert und geschlossen habt, besitzt der neue Inhalt nun eine identische Verformung. Ich hoffe, dass euch dieses Video wieder ein bisschen in Photoshop weitergebracht hat und würde mich freuen, wenn ihr es weiterempfehlt und meinen Kanal abonniert. Auf Creative Aktuell findet ihr wieder eine Textversion dieses Videos sowie viele weitere Tipps und Lerneinheiten. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.